und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flash Game hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Deep.io. Mal wieder ein neues Spiel, mal wieder Deconnecting. Nice. Und dann drücken wir mal Enter zum Spawn. Okay. Okay, aufgestiegen. Ich denke, wir machen zuerst mal ein bisschen Bullet Penetration. Das ist meine erste. Das ist meine erste Runde, die ich spiele. Wir spielen. Team. Domination, dachte ich eigentlich. Nee, ich glaube, wir spielen jetzt gerade Team Deathmatch. Aber ich weiß es nicht. Alter. Okay, mit W, okay. Das ist meine erste Runde. Also, entschuldigt, wenn ich noch nicht so gut bin. Okay, wir machen jetzt erstmal Bullet Penetration hoch. So. Ja. Ich nehme das jetzt gerade am Montag auf. Am Samstag war ich ja auf der Gamescom. Und ja, hat schon Spaß gemacht. Und keine Ahnung, was soll ich sagen. So, komm. Jawohl. 5-5 und jetzt noch ein bisschen Bullet Damage. Arena Closer auch nice. So, mehr Bullet Damage. 6. Ich bin Level 10 Tank. Immer auf Bullet Damage. Wenn ich mehr Damage mache. Ich weiß noch gar nicht, was ich spiele. Ich glaube, ich spiele einfach mal den. Guck ich einfach gleich mal. Aber was spielen wir? Ich weiß nicht, was wir spielen. Ist auch nice, dass man nicht weiß, was man spielt. Ja. Und irgendwie finde ich die Steuerung komisch, weil man steuert halt nicht in die Richtung, in die man. Zeigt sozusagen mit W, sondern man steuert halt erstmal eine Taste nicht drücken. Man steuert man steuert nach der Arena. Also wenn du W drückst, gehst nach oben und wenn du S drückst nach unten und mit A nach links und mit D nach rechts. Ja, nein, das krieg ich nicht. Zack, zack, zack. Zack. Wir haben ein bisschen mehr Bullet Damage. Die Machine Gun. So, ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen auf Bullet Speed. Ich habe jetzt vielleicht nicht viel Leben, aber. Ich gehe, glaube ich, erstmal auf Reload, weil dann schieße ich viel mehr. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Bullet Speed 2 und jetzt noch mal ein bisschen gleich auf Reload. Wenn ich so mega viele schieße, ist glaube ich auch ganz geil. Man müsste halt eigentlich auch noch Bullet Speed ein bisschen erhöhen, aber na gut, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen auf Leben gehen, dass man ein bisschen mehr Leben hat und nicht One-Hit stirbt. Ja. So, da kam mal kurz mein Vater rein. Ach, stimmt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen auf Bullet Speed erhöht. Ich kann ja jetzt wieder ein bisschen reden und... Ja, weil jetzt fliegen die schneller. Ich habe ja auch einen jeweils auf Bullet, auf Max Health und... Jetzt noch mal ein bisschen Reload. Ich habe nicht zweimal gedrückt, ich habe einmal gedrückt. So, zack. Ich weiß aber nicht genau, worum es hier geht. Aber keine Ahnung. Mal gucken. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es Team Deathmatch, kann das sein? Dann geht das ja unendlich, oder nicht? Ich gucke einfach mal. Ich spiele einfach ein bisschen.
So, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. So, jetzt nochmal ein bisschen Reload. Jetzt kommen die richtig da rausgeschossen. So, zack, 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 zack. Jawohl. Ich denke, ich gehe jetzt mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht auch zum Leader. Oh, Leute, oben ist ein. Mal nach unten. Eigentlich dürfte der jetzt so schnell tot sein, weil wir hier halt viel mehr sind als der. Wobei man jetzt sagen muss, dass die Roten zurzeit besser sind. Also von dem Score her. So, Reload, Reload. Ich weiß nicht, ob ich noch Reload voll kriege. Könnte ich natürlich auch mal machen, eine Full Reload. Oh, ich brauche schon Damage und der ist schon fast tot. Weil ich kann halt einfach rein sprayen und das finde ich halt nice. Lol. Ich habe einen gekillt. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme den Destroyer, aber ich kann mich gerade nicht entscheiden. Och lol, das, ja, das ist natürlich nice. Da mache ich jetzt Reload erstmal voll. Und jetzt auf Bullet Speed. So. Jetzt bin ich der Destroyer. Ich glaube, ich kann jetzt mit einem Hit alle töten. Ich habe ja 0 auf Movement Speed. Ja, auch nice. Fällt mir jetzt das auf. Aber ich kann mich natürlich jetzt schon relativ gut mit dem fortbewegen. Also, wird schon. Einfach mal ein bisschen nach unten rein sprayen. Da ist einer. Ist ja immer noch der gleiche. Ja, nice. Ich habe auf jeden Fall den falschen genommen. Leute. Ich möchte nicht sterben. Warum schieße ich eigentlich, wenn da eh keiner ist? Und wie der mit voll viel Movement Speed einfach durchgeht. Und wie ich jetzt fast nichts mehr kriege. Komm schon. Oh nice, erstmal tötet er direkt jemanden. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich durch ihn sterbe. Ja, ich glaube, ich hätte den Gunner nehmen sollen. Schon ein bisschen traurig, dass wir halt hier gar nicht rauskommen. Ja. Nein. Nein. Weg, weg, weg. Ich glaube, hier drin kann man nicht getroffen werden. Ich glaube, vorher gehen die kaputt, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht können die Gegner auch nicht, nur nicht da rein. Es ist auf jeden Fall Team Deathmatch, so wie es mir für mich da aussieht. Wenn ihr noch eine Folge DBIO haben wollt, dann lasst einfach mal ein Like da. Und ja. Ich weiß, er kann mich ja gar nicht treffen. Außer ich laufe halt in seine rein. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen näher zu ihm zu kommen. Vielleicht auch mal zu treffen. Oh lol. Ich möchte aber nicht sterben. Ja, die gehen alle voll kaputt, aber ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, dass er so weit entfernt ist. Ich schieße einfach immer dahin, woher die kommen. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingehen soll. Weil irgendwie gefällt mir der Destroyer nicht. Also ich denke, ich mach bald mal einen neuen. Nehme ich einen anderen. Jawohl, ich habe ihn getötet. Ja, der Hybrid.
Ja, ich nehme jetzt einfach mal. So, was ich jetzt nehme, ist Bullet Speed, Bullet Speed. Und jetzt gehe ich, glaube ich, mal ein bisschen auf Movement Speed, damit ich auch mal mich ein bisschen bewegen kann. Wie kann ich die jetzt steuern, die Drohnen? Achso, ich kann ja auch so schießen. Kann ich auch da gedrückt halten? Ah, man muss gar nicht Leertaste drücken. Oh. Okay, gut. So. Jetzt bin ich Level 45, also Maximum Level. Ja, war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, glaube ich. Weil, wenn ich den Gunner genommen hätte, hätte ich, glaube ich, jetzt noch den Auto-Gunner nehmen können. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber vielleicht kann ich jetzt ja mal jemanden töten. Jetzt bringt mir natürlich Reload auch nicht mehr so viel. Alena Closer, nice. Ich habe jetzt halt fast keinen Movement Speed, aber ja, okay, ein bisschen Movement Speed habe ich schon. Und ich habe Reload und wo ist denn der Leader? Mal gucken. Ich bin ja immer noch sehr weit oben. Leute, da unten, das ist der Smasher. Ich glaube, wenn er dich berührt, dann bist du fast tot. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich hab den getroffen auf jeden Fall. Ich hab den nicht getroffen oder mache ich keinen Schaden? Hey, ich hab doch gar nicht Autofire on. Ich drück doch gar nicht. Vielleicht. Nö, eigentlich mach ich. Komisch. Lol, er ist ja fast tot. Aber ich auch. Lol, nein. Weg hier. Nein, ich bin gestorben. Ja, komm. Probieren es nochmal. Aber diesmal nehmen wir wieder die Machine Gun. Okay, nice. Ist natürlich nice. Dann Bullet Penetration. Bullet Damage. Und Reload. So, jetzt habe ich... Okay, jetzt ist natürlich nice. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Bullet Speed. Und ein bisschen Movement Speed und ein bisschen Health. Aber jetzt halte ich mich ja eh erstmal hier ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob ich das so vielleicht ein bisschen zusammenschneide. Mal gucken. Guck, guck, ich drück nichts. Ich habe meine Hand hier oben. Ihr macht das trotzdem. Das ist halt, finde ich, verwunderlich. Und wenn ich dann wieder drücke? Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen gedrückt halte, dann macht er weiter. Hm, keine Ahnung. Komm schon, irgendwie ein Kill abstauben. Okay, da muss ja irgendwo da sein. So. Lol. Boah, wie es hier laggt. Ey, ohne Spaß, es laggt bei mir. Natürlich schon heftig. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zum Leader. Aber ich möchte auch eigentlich noch ein bisschen... LOL. Ich würde sagen... Ich habe jetzt hier wahrscheinlich nicht wirklich viel geschnitten. Also gut wie gar nichts. Also mache ich noch mal... Ich mache noch mal eine Runde. Und dann schneide ich ein bisschen mehr. So. Dann... Full Penetration. Dann Bullet Damage. Okay, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Auch nice. Ich jetzt, bei Leertaste ist das nicht so. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Auch nice. Die
die halten ja gar nicht weit lange aus. Weit lange. Boah, nice. Ich glaube, jetzt gehe ich nicht erstmal auf Reload, sondern erstmal auf Bullet Speed. Und erstmal herfügen. Ich bin tot. Good job, Joel. Good job. Good job, ich weiß. Ich bin toll. So, jetzt müsste ich ja eigentlich Level 8 sein, oder? Level 13, okay. Bullet Penetration. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Bullet Speed und ein bisschen auf Bullet Damage. Damit die nämlich mal ein bisschen weiter fliegen. Es reicht ja nicht nur Bullet Damage, sondern auch ein bisschen Bullet Speed, damit die weiter fliegen. Und dann gleich nochmal ein bisschen Reload. Einfach alles mal ein bisschen erhöhen. Die kann ich noch töten. Komm schon. Weg, 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 weg. Ja, wie viel Schaden machen die denn? Ja, ich würde sagen, das war es jetzt von DPU. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.